Ich bin ganz happy, dass mal eine Frage zu dieser Apple-Mutter-Problematik gestellt wird. Das ist gar nicht so häufig, wie man denkt, weil die meisten Leute arbeiten sofort mit Schuldzuweisung. Und ich glaube, da kommt man bei den beiden nicht weiter. Ingrid hat ein Recht auf ihr Leben, wie sie es lebt. Apple hat aber auch Recht zu sagen, da ist einiges schiefgelaufen. Und warum Eltern, Mütter, Kinder so agieren, das muss jeder für sich rausfinden. Das hat sicher viel auch mit Altlasten, gerade in Ingrids Generation, zu tun. Die haben ganz andere Dinge zu bewältigen gehabt. Aber ich glaube, dass bei Apple das eine große Rolle spielt, dass Ingrid nicht so für sie da gewesen ist, wie sie sich das gewünscht hätte oder wie sie es als Kind gebraucht hätte. Vernachlässigung ist da ein Punkt, obwohl Ingrid so ein lebenslustiger, lebensfroher Typ ist. Aber ich glaube, dass es für Apple schon ein schmerzhafter Punkt ist, dass sie irgendwann angefangen hat, Verantwortung für ihre Mutter zu übernehmen. Das wird bei Doris so spielerisch verpackt und eigentlich hat man das Gefühl, Ingrid geht's doch gut, bis zu dem Moment, wo Apple sie da aus dem Zelt rauszerrt und denkt, sie ist tot. Und es beschreibt Apple ja auch, dass sie von da an Angst hatte. Und das, finde ich, ist ein Knackpunkt, wo man nicht unterschätzen sollte, dass sowas bei Erwachsenen, nicht nur bei Apple, große Wunden anrichten kann. Und da sollte man ein bisschen gnädig mit ihr sein und sagen, sie ist eine kleine, kleine, einsame Astronautin in ihrem Orbit, hat sich eingekapselt und spricht eigentlich unendliche Monologe mit sich selbst, egal wer vor ihr sitzt, ja. Und das ist rührend, aber jetzt müsste mal so ein Wake-up-Call kommen und jemand sagen, so Apple, jetzt ist Zeit, erwachsen zu werden. Dr. Freud ist überhaupt, glaube ich, der Segen für Apples Leben. Er ist ein Begleiter, wie man ihn sich wünscht. Er schweigt, er hört zu. Ist jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Also, aber er hört auf jeden Fall aufmerksam zu und das ist für Apple ein Segen, weil sie sich alles von der Seele redet. Das Problem ist, sie schließt keine Rückkopplung mit sich selbst. Das heißt, sie zieht keine Konsequenzen daraus. Der Ballast kommt raus, bis Dr. Freud meine kleine Chica am Film glühende Ohren bekommt und von den Männern ganz zu schweigen. Aber es ändert sich nichts. Und also bis, naja, bis zu einem gewissen Punkt. Ach Gott, ja, es gibt so die berühmten Frösche, die man als Frau, glaube ich, küsst. Also eigentlich normalerweise, glaube ich, in früheren Jahren, in den 20ern oder so. Aber wunderbar gespielt von Fabian Hinrichs. Der Arzt, ja, der ist für mich selbst so ein ziemlich ungeklärter Fall. Also da habe ich so das Gefühl, Apple begibt sich da in sehr ungute Hände von Anfang an. Und man kann so einfach auch zugucken, wie sie ihr Unglück sucht. Also das ist eigentlich, glaube ich, für einen Menschen mit Lebenserfahrung auch so leicht drauf zu gucken und zu sagen, ist die blind? Aber wenn man selbst, und das weiß man, glaube ich, wenn man ein bisschen ehrlich mit sich selbst ist, in so einer ähnlichen Situation steckt, sieht man gar nichts mehr. Und deshalb endet es da, wo es enden muss, auch in einer Katastrophe. Wieder einmal. Das ist wirklich mal eine schöne Frage, denn es sind nicht nur alles Kinder ihrer Zeit, Ingrid, Apple, es sind die Generationen, die in Relation zu der Zeit auch agieren und leben. Und deshalb bin ich so nachsichtig mit Ingrid, der Mutter, weil ich einfach aus meiner persönlichen Herangehensweise, und das ist ja nun mal in meinem Beruf möglich, eine subjektive Sicht zu entwickeln, weiß, was diese Generation leisten musste als Nachkriegsgeneration. An Befreiung, an Abstoßen von Schuld, von Last und aus der Elterngeneration, an Schweigen aus der Elterngeneration. Und das mag Hannelore ganz anders interpretieren, aber für mich war es immer so, dass ich gedacht habe, die Ingrid braucht so einen Befreiungsschlag. Wer weiß, was da in der fiktiven Familie sich abgespielt hat. Und Apple badet das aus. Das sind Muster, die kenne ich auch in heutigen Generationen. Die können sich ganz unterschiedlich äußern, zum Beispiel wie bei Ingrid und Apple. So habe ich das Hinterland für mich erklärt. Im Spiel sieht es ja alles ein bisschen hoffentlich komischer und humorvoller aus, weil das ist ja immer nur für uns reizvoll, wenn man dem Affen Zucker geben kann und wir nicht nur miteinander weinen, sondern auch lachen können. Man kann lachen und sich freuen und einfach nur Teil einer ja, skurrilen Handlung sein. Man kann auch die erste Schicht wegnehmen und sagen, ich bin jetzt bereit, tiefer zu gehen. Ich sehe auch, ich traue dem Frieden nicht. Da schmort ganz schön viel Abgrund dahinter. Und die dritte Ebene ist wirklich, wenn sich die Figuren eigentlich so pur
begegnen, wenn man sagt, da stehen so viele verletzte Kinder auch einander gegenüber, so viele einsame Menschen und einsame Seelen. Und dann geht man so in die dritte Ebene und sagt, es ist schon unglaublich, in welcher Zwiebeltaktik Frau Dörrie das alles so verpackt und einem auch die Möglichkeiten lässt, sich nicht berühren zu lassen, wenn es zu weh tut, zu sehr weh tut. Ich glaube, sie spürt schon durch diesen Tierarzt sehr deutlich, dass das dass so ein Würde-Limit bei ihr erreicht ist. Also dass sie selbst, glaube ich, auch mal, das ist so ein Aufweck-Moment, wo man sagt, also was lasse ich mir eigentlich noch in diesem Leben gefallen? Und sie kommt so ein bisschen zu sich und findet ja eigentlich diesen Frieden und diesen Moment da auch mit der Konfrontation ihrer Vergangenheit und mit der in der Konfrontation mit Tim, mit dem Ganzen. Das ist so eine Entwicklung, die man sich ja für alle so wünschen würde. Normalerweise, weiß ich erfahrungsgemäß, passieren diese Prozesse nicht so auf Knopfdruck und aus eigener Kraft, weil alle so in ihren Mustern verhaftet sind, dass das eigentlich immer so weitergeht. Aber wer sagt, dass es nicht möglich ist? Es ist eigentlich eine schöne Utopie, dass alle am Ende am Strand sitzen und anders miteinander umgehen und die Vergangenheit auch bewältigt haben oder einen Schritt weiterkommen. Dass das möglich ist, weiß ich. Ich habe das bei vielen Menschen erlebt. Deshalb bin ich da sehr dankbar, dass Doris das so zeigt. Ich weiß, dass sich Menschen jederzeit auch so grundlegend ändern können. Das habe ich oft genug erlebt und das finde ich toll. Das wäre für mich so ein gutes Beispiel im Verhältnis zu Tim und Tina, dass sich da eigentlich zwei verletzte Kinder gegenüberstehen. Und das muss man auch mal anerkennen. Einfach zu sagen, in absurd gegensätzlichen Äußerlichkeiten und ganz manchmal vielleicht auch ganz anderen Körpern, als wir uns das so vorstellen, ganz anderen Outfits stehen sich plötzlich zwei Seelen gegenüber, die so wund sind, dass sie bis heute ihr Leben nicht im Griff haben. Und das ist gar nicht so selten. Die ganze Machart, der kommt so leicht daher. Also ich habe wirklich bei dem Film die ganze Zeit schallend gelacht und habe aber im selben Moment immer gedacht, eigentlich will ich weinen. Ich will weinen. Mir ist so nach Weinen, aber ich lache die ganze Zeit, weil es so komisch ist und so tragisch komisch und man immer wieder auch so eigentlich Situationen erkennt, die einem selbst widerfahren könnten oder auch widerfahren sind. Also das ist alles so nah beieinander und deshalb finde ich das so eine Liebeserklärung an das Leben, so wie ich es sehe. Und das bedeutet für mich Lachen. Lachen, 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 weil sonst können wir uns erschießen. Und das ist eben nicht der Film, sondern es ist manchmal verdammt hart, aber immer, immer mit einem sehr liebevollen, komischen Auge betrachtet.